Wir starten in der dritten Liga, wo es 20 potenzielle Teams für uns gibt, die über ganz Deutschland verteilt sind. Der Verein, für den ich mich entschieden habe, steht aktuell in der dritten Liga auf dem letzten Tabellenplatz. Wir reden von Carl Zeiss. Genau. Carl Zeiss Jena, mehrere negative Medienberichte. Sie trennen sich von Trainern, sie verlieren. Die Fans erwarten, dass sie sich zerreißen. Es läuft eigentlich vieles falsch. Ich versuche natürlich alles besser zu machen und nicht direkt entlassen zu werden und irgendwann die Macht in Deutschland zu werden, um die Fans dann singen zu lassen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zu meinem neuen Projekt mit den Carl Zeiss Jena FC. Wir starten in der dritten Liga. Aktuell sind sie der Letzte in der dritten Liga. Ich hoffe, ich werde es besser machen. Wir haben 27 Spieler, eine Mannschaftsstärke von 641, sind sogar die schlechtesten. Das heißt, wir müssen unsere Skills, die wir nicht haben, spielen. Aber wie man sieht, wir sind auch in der Hand eines privaten Investors. Ich mache einen Einjahresvertrag und danach werde ich verlängern, wenn sie es wollen. Und dann sieht man weiter. Also, Nationalmannschaft wollen wir nicht trainieren. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was so kommt. Die Auslosung DFB-Pokal. Falls ihr wisst, ne, ich habe den falschen Patch runtergeladen, deswegen sieht man bei mir nichts an Ladebildschirme. Die Auslosung in der ersten Runde des DFB-Pokals. Gucken wir uns doch mal an. Der erste FC Magdeburg gegen Bayer 04 Leverkusen. SV Sandhausen zu Hause gegen den FC St. Pauli. Ich kriege einfach Nachrichten. So. Cottbus zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Oh, Cottbus müsste ich auch mal weitermachen. Der erste FC Kaiserslautern zu Hause gegen DSC Arminia Bielefeld, die eine unglaubliche Zweitligasaison spielen. Hallescher FC gegen TSG 1899 aus Hoffenheim. Aus Sinsheim, wenn man ehrlich ist. Die Sportfreunde Lotte spielen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Der erste FC Saarbrücken gegen den FC Augsburg. Mal sehen, wie wir kriegen, wann wir drangenommen werden. Jetzt kommt erstmal die Spielvereinigung Unterhaching gegen VfB Stuttgart. Fortuna Köln gegen FC Erzgebirge Aue. Okay. MSV Duisburg. Das war auch eine Option für mich, aber ich habe mich dann gedacht, ja komm, nimmst du nicht den ersten, sondern den letzten. Gegen SC Paderborn. Das wird schwer für Duisburg. Okay. Viktoria Köln spielt zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Wir werden alle Spiele im 3D-Modus machen. Außer die Freundschaftsspiele, die werde ich sofort berechnen. Obwohl, ja komm, ich mach die. Und dann schneide ich nur die wichtigsten Highlights rein. Lübeck gegen Wolfsburg. Eichstätt gegen Eintracht Frankfurt. Also ich sehe es ja schon, wir kriegen einen Hammer los. Preußen Münster zu Hause gegen FC Heidenheim. Dortmund noch drin, Gelsenkirchen noch drin, also Schalke noch drin, Köln noch drin, Bayern noch drin. Uerdingen zu Hause gegen Leipzig, das ist schon mal gut. Haben wir die nicht am Anfang? Braunschweig. Beschweig, warum nicht einfach Eintracht Braunschweig, aber egal, gegen SC Freiburg, ersten Freiburg. Bei Heidenheim ist es nur eins, ja. Ingolstadt. Oh, wir sind schon auf der zweiten Hälfte. Gegen den ersten FC Köln. Da ist die 1. Da ist die 1. Dann 1860 München. Grüße gehen raus an Gary. Zu Hause gegen Hannover 96.
Der Chemnitzer FC spielt zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. VfR Aalen spielt zu Hause gegen, Trommelwirbel, Hamburger SV. Und Burghausen, Wacker Burghausen, spielt zu Hause gegen FC Schalke 04. Sonnhof Großachbach spielt zu Hause gegen Spielvereinigung Kräuter Fürth. Nice. Karlsruhe SC zu Hause gegen Union Berlin. Das sind echt interessante Partien, muss man ehrlich sagen. Wien Wiesbaden spielt zu Hause gegen SSV Jahn Regensburg. Der SV Meppen war auch eine Option für mich. Spielt zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. FSV Zwickau spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund, mein Verein. VfL Osnabrück spielt zu Hause gegen Darmstadt 98. Auch ein geiles Spiel. Waldhof Mannheim spielt zu Hause gegen Dynamo Dresden. Nicht mehr viele, bis wir drankommen. Auf jeden Fall erstmal Berliner AK 07 gegen FC Bayern München. Und endlich wir. Wir spielen natürlich zu Hause als Amateurverein. Kaiserslautern spielt zu Hause gegen. Grüße gehen raus an Eddie. Wir spielen natürlich gegeneinander. Ich mach's dir nicht leicht, das sage ich dir jetzt schon. Würzburger Kicker spielen noch gegen VfL Bochum, also spielt Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Und das war die Auslosung des DFB-Pokals. Natürlich muss ich gegen Eddie. Unsere Ziele sind natürlich alles geben und erste Runde DFB-Pokal, als ob ich gegen Eddie gewinnen würde. Okay, der Nichtabstieg. Nichtabstieg werde ich schon einhalten können. Ja, würde ich sagen. Eine neue Herausforderung für F. Beckmann. F. Teichchef. Ich habe mich ja Teichchef genannt. Nicht meinen richtigen Namen. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist. Soundoption. So, dann haben wir ein bisschen Musik. Ich werde noch Musik, Einlaufmusik und so alles hinzufügen. Weil das halt ja die Pilotfolge ist. Und die Freundschaftsspiele werde ich halt nur die Ergebnisse reinmachen. So, auf jeden Fall. Wir sehen uns zurück, wenn ich die Mannschaft auf mein System eingestellt habe und alles eingestellt habe, was ich an Kalender und so machen kann. Und dann werde ich natürlich mein Feedback dazu geben. Bis gleich. So, da wären wir wieder nach einem interessanten Anfang. Also ich habe jetzt alles eingestellt. Wie ihr seht, die Mannschaft steht jetzt. Das ist aus meiner Sicht die beste Mannschaft, die ich aufstellen kann. Ich habe natürlich viel zu tun. Ich habe die Trainingsziele von allen eingestellt, so wie ich das am sinnvoll finde. Und das Geilste, was ich persönlich finde, ist ja Marian Saar. Ich finde es einfach so Bombe, dass ich ihn in meiner Mannschaft habe. Ich habe das gar nicht gewusst, dass er bei Jena spielt. Ich dachte, der wäre bei Aalen oder sowas. Ich habe sogar ein Foto von ihm. Das werde ich jetzt auch gleich einblenden. Und ich bin ein Fan von ihm. Ich habe ihn jedes Mal in den jüngeren Fußballmanager-Teilen hochgezogen. Und ich werde auch versuchen, ihn bis zum Ende mitzunehmen. Ob es in der zweiten Mannschaft sein würde, aber er ist ja eigentlich, hat er ja Potenzial. Er ist verletzungsanfällig, aber egal. Ich werde versuchen, ihn mitzunehmen. Wir haben einen großen Kader, das muss ich zugeben. Aber viele Spieler, die uns sowas von gar nichts bringen. Und die werde ich jetzt auch noch in die Reserve schieben. Und ich werde versuchen, die auch zu verkaufen. Obwohl, eigentlich kann ich das so lassen. Machen wir mal ein bisschen was. Wir gehen erstmal in die Nachrichten rein. Also, Saisonziel. Das Präsidium erwartet einen klaren Nicht-Abstieg. Also, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann, künftige Neuzugänge. Johan Lanz Mikkels. Das kann ich gar nicht gebrauchen.
wird bis jetzt klar an die Reserve geschickt. Daniel Stenness, schon eher was, aber so gut nun auch nicht. Aitak Zulu. Okay. Okay, der ist natürlich eine krasse Verstärkung. Das muss ich sagen. Angebot von Hauptsponsor. Dann gucken wir mal rein. Porsche will uns sponsoren. Ja, komm. Also ich werde jetzt natürlich das Ganze in 50 Sekunden abwarten und ihr werdet sehen, dann wenn ich unterschrieben habe. So, wie ihr sehen könnt, ich habe nicht mit Porsche unterschrieben, weil die wollten uns einen 5-Jahres-Vertrag aufhängen. Und für diese Summe, falls wir wirklich aufsteigen sollten in den Zeiten, ist das viel zu wenig. Wir brauchen da auf jeden Fall mehr. Sind hier noch irgendwas, ja? Banden von 1 und 1. Laufzeit erhöhen, nicht Anzahl erhöhen. Ja, komm. 4 Banden. Das sind 80.000 mehr. Und wir haben noch 50 frei. Nice. Das heißt, da können wir auch noch ein bisschen Geld machen. Der private Investor spendiert dem Verein 494.000 Euro zum Saisonstart. Perfekt. Ein Spieler wird uns angeboten. Nein, wir verhandeln mit niemandem, der uns einfach so angeboten wird. Wir kommen beim Kreislauf Jena. Ja, das haben wir hinter uns. Dann. Die Position, die bei uns am schwächsten besetzt ist, ist das linke Mittelfeld und da werden wir jetzt auch gucken. Ihr könnt mir auch gerne Spieler in die Kommentare schreiben. Ich lese wirklich jedes Kommentar gerne. Es wäre wirklich nice. Also, ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben. So, ich schätze mal, wir müssen auf ungefähr 55er Stärke gehen. Nur realistische Transfers und die Position natürlich. Linkes Mittelfeld und ich will da beste Position haben. Was wird mir angeboten? 5 Spieler werden mir angeboten. 4 Spieler, was zählen müsste man können. Lukas Scherf, Rafael Garcia. Und wenn ich nicht nur beste Position mache, das ist natürlich mehr. Palmerson, Schupan, Roberto Rodriguez von KFC Uerdingen. Piasek. Okay. Hier sind nicht wirklich vielversprechende Spieler. Komeda, Lukas Massera, Florian Pick, Niklas Heidemann, Patrick Weihrauch. Der kann eigentlich alles spielen, ne? Der ist noch 2 Wochen verletzt. Aber wir haben ihn auf eine 8 gescoutet. Ich nehme ihn mal ins Blickfeld. Ich nehme ihn mal ins Blickfeld und ich werde ein Angebot machen. Mal sehen, was sie dazu sagen. So, wir starten mit 130.000 rein ins Ding, weil er ist auch eine Verstärkung für die Startelf. Was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall nachgucken wollte, ist Thielmann. Der wird so nicht geschrieben. Dann gehe ich mal auf seine Mannschaft, wo man ihn findet, in der Jugend. Der kommt immer gerne zu Mannschaften. Zweite, der spielt in der A-Jugend, ne? Da, Malik Thielmann, Vertragsverhandlung. Der ist eine 61 oder so, müsste er sein. Und ist ein Dribbler, USA, der kriegt einen 2-Jahres-Vertrag. 75.000 biete ich ihn. Das müsste sein. Und Rubaschewski sieht keine realistischen Chancen. Ich werde dich trotzdem ins Blickfeld aufnehmen, weil ich ein Fan von dir bin. Du spielst fast in jedem meiner Karrieren. Hole ich dich als ersten Rechtsverteidiger, wenn ich eine kleinere Mannschaft nehme. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon einen Schnitt reingemacht, aber egal. Wir sehen uns wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert ist. Bis gleich. Die Saisonziele. Also wir werden nicht absteigen. Wir werden unser Saisonziel erreichen. Ich fordere Disziplin. Wir werden eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben. Und ja, das war's. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr großartig was ausbauen. Okay, ich werde dem Verein treu bleiben, egal was passiert. Ich habe den Einjahresvertrag. Sonst ja, gucken wir uns einfach mal erstmal die Fans an, ne? Was passiert, wenn der mal keine Lust mehr hat? Wer?
Okay, Florian Teichschäfer ist das. Ich bin zu jung und unerfahren. Ja, ich fühle mich aber wie ein Rentner. Für den Verein interessieren sich doch sowieso nur ein paar Rentner. Okay, alles klar. Wir haben 25.000 Fans. Das Stadion ist 10.000 Plätze groß. Kann man so machen. Dann Infrastruktur. Das Bürogebäude erweitere ich mal, wenn wir genug Geld hätten. Finanzstatus, ich könnte um 120.000 erhöhen. Aber wir machen das anders. Ich gehe sogar noch von den Transferbudgets 50.000 runter, damit ich einen Angestellten holen kann. So, mehr. Einen Scout für die zukünftigen Folgen. Privater Bereich. Ich will keine Partnerin suchen. Noch nicht. Karriereoption brauche ich nicht gucken. Ich verdiene 103.000 im Jahr. Das ist unser 3D-Kopf. So spielen wir. Und das ist unsere bis jetzige Bilanz. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert wie vorhin. So, eine kleine Planänderung. Ich muss erstmal gucken. Rubaschewski, Transferhistorie. Ich habe für Thielmann angefragt. Es ist gerade abgekackt. So, ich wollte nach den Itter-Brüdern gucken. Und da war Davide Itter ein Kaufangebot. Wir wollten mit 130.000 reinstarten in die Verhandlung. Und Luca Itter wollten wir ins Blickfeld nehmen. So, dann Thielmann und Patrick Weihrauch sind die Angebote, die ich bis jetzt gemacht habe. Rubaschewski hat abgelehnt die Anfrage, aber er ist im Blickfeld. Oliver Schnitzler. Okay, dann versuchen wir ihn mal für... Wir starten mit 45.000 rein. Mal sehen, was die dazu sagen. Dann als Stürmer ist hier irgendwie was, was uns weiterhält. Sean Parker von Kräuter Fürth. Aktion ins Blickfeld aufnehmen. Wollen ihn vielleicht sogar loswerden? Sie wollen ihn sogar loswerden. So, mit 200.000 starte ich in die Verhandlung. Er wäre auch hängende Spitze. Er wäre optimal für unsere Offensive. Und Florian Diens von Unterhaching. Nice. Okay, wie gesagt, ich melde mich, wenn was passiert. Die Freundschaftsspiele werden jetzt nicht in 3D-Modus gespielt. Die werde ich einfach schnell simulieren und euch einfach nur das Ergebnis am Ende zeigen. Und kurz über das Spiel reden. Und die Pflichtspiele werden alle in 3D-Modus und dann von mir richtig geschnitten. Bis gleich. So, ein Angebot für René Eckert. Das ist unser... Der ist Stammspieler, ne? Eckert? Ne, der ist auf der Bank. Aber wieso ist er auf der Bank? Eigentlich ist er doch sogar besser als Bock. Und Bock wäre besser da. Ne. Für linkes Mittelfeld fehlt uns halt was. Dann gucken wir uns mal an. Sie bieten 27.000, erst 25.000 wert und es würden 80.000 von den Geld. Wir gehen einfach in die Verhandlungen, weil er alt ist. 40.000, das kann ich nur für den verlangen, oder? Ist gescheitert, also nein. Kaufangebot für Maximilian Weiß. Ja, da handle ich sofort mit. Der ist 32.000 aber wert. Da müssen die, okay, eigentlich, ich brauche ihn nicht, ne? Am Ende spielen wir 2 zu 1. Sie sind sogar noch rangekommen, haben den Ausgleich ge geschafft. Aber wir haben direkt wieder, durch Niklas Jahn, haben wir direkt wieder den Ausgleich, die Führung geholt. Und wir gewinnen nur 2 zu 1 gegen unsere Jugend. Der Laktattest. So, mal gucken. Gösch, neue alte Fitness 80, neue 70. Hält sich im Training zurück. Trainiert viel mit Privattrainer. Okay. Sehr gut, schlecht, schlecht, richtig schlecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mitgliedsbeiträge, okay, wir kriegen noch mal ein bisschen Geld. Wir kriegen 100.000 durch Mitglieder und das Trainingslager. Alles ausgleichen. So, perfekt. EA Sports noch mal, nice. Und die wollen 7 Banden für 2 Jahre. Ja, komm, dann machen wir das einfach so. Nehmen wir nochmal 132.000 von denen. Sponsorenpyramide. Hier können wir gerne verhandeln, Porsche.
Hauptsponsor? Nein. Ich werde mal Sponsoren anwerben machen. Und erster, Marek Thielmann ist gekommen. Bayern München kriegt eine Ausbildungsentschädigung. So. Kriegt eine Ausbildungsentschädigung von 88.000 für einen Spieler, der 600.000 wert ist. Damit ist er, glaube ich, der mit fast den höchsten Marktwert. Er kann von ZM mittig fast alles spielen. Ich sage dann nur, herzlich willkommen, Team Malik Thielmann. Seine Trainingseinstellung mache ich später. Du startest einfach im nächsten Spiel. Perfekt. Und natürlich verletzt sich unser Stammkeeper. Stand jetzt vor dem ersten Freundschaftsspiel. Und unsere erste Niederlage gegen den ersten FC Süßau. Weihrauch wurde zurückgewiesen. Dann gehen wir nochmal 10.000 höher. Das würde unser Transferbudget überschreiten. Dann muss ich das jetzt abbrechen. Okay. Oliver Schnitzler wurde zurückgewiesen. Gehe ich nochmal 10.000 höher. Das wird angenommen. Oliver Schnitzler will sogar mit uns verhandeln. Du bist Stammspieler. Verdienst 50.000 für 2 Jahre und du kriegst Optionen. Beim Abstieg dürftest du gehen. Gehaltskürzung gibt es nicht. So kann ich dir noch irgendwie ein bisschen was schmeidig machen mit 10.000. Ich mache aus dir Nationalspieler. 3 Jahresvertrag willst du nicht. So, ich biete dir 70.000 Jahresgehalt. Und der fällt für 4 Wochen aus, unser Stammkeeper. Schnitzler muss sogar kommen. Sonst haben wir am Saisonstart einfach einen 51er Stammkeeper. So, ich erhöhe mal das Budget hier alles um die 120.000, die ich darf. So, perfekt. Wir gewinnen. Wir gewinnen unser zweites, oder besser gesagt drittes Freundschaftsspiel. Also ein Sieg gegen unsere A-Jugend. Knapp 2-1 Sieg. Dann eine Niederlage gegen diese eine Mannschaft, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Jetzt gewinnen wir gegen TVA Bergen. Mit 1 zu 0 durch ein Tor unseres Innenverteidigers. Also offensiv muss sich auf jeden Fall was tun bei uns. Dries Mertens wechselt von Neapel zu AS Rom für 21 Millionen. Khedira von Juve nach Leipzig. Thomas Meunier von PSG nach Liverpool. Armin Jones von Neapel nach Union Berlin. Für 6,5 Millionen ist er nicht viel mehr wert. Okay. Bei Napoli ist Ausverkauf oder was? Callejon von Napoli nach Inter Mailand. Und ich sehe keinen Spieler, der nach Napoli wechselt. David Itta könnte sich einen Wechsel zu Ihnen durchaus vorstellen. Für einen Spieler mit diesen Perspektiven werden Sie zweifelsohne ein gutes Angebot machen müssen. Ihre Chancen steigen sich nicht, weil ich nicht mit Ihnen verhandelt habe. Du bist Stammspieler. Gesetzter. Bei Abstieg darfst du gehen. Du kriegst das hier. Anteil am nächsten Verkauf, obwohl ich das Geld eigentlich brauche. So. Dann stehst du momentan bei 30.000. Ich biete dir ein 50.000. Ja. Du hast eine große Zukunft, musst aber Geduld haben. So, und was sagst du hierzu? Da sagst du Grundlagen für eine weitere Verhandlung. Wenn ich dir noch 15.000 auf die Hand gebe, 25.000 und du sogar 100.000 verdienst. Du hast eine Stammplatzgarantie, dann kann ich sogar noch drosseln. Kriegt er kein Handgeld? Nice. Und 75.000. Sean Parker, er könnte sich auch einen Wechsel zu uns vorstellen. Bei seiner Qualität will ich Ihnen nicht zu viel Hoffnung machen. Ihre Chancen steigen sicher nicht durch die Tatsache, dass Sie bisher noch keinen Kontakt zu diesem Spieler hatten. 130.000. Okay, Abstieg. So, beim nächsten Verkauf kriegst du 10%. Das wird natürlich nicht. Und du kriegst 25.000 auf die Hand. Du bist mein wichtigster Spieler natürlich. Aber ne, den kann ich mir nicht leisten. Leider muss ich jetzt aus der Verhandlung hier austreten, weil er einfach nicht machbar für mich ist.
Auslaufende Verträge. Guckt euch das an. Fast die kompletten Spieler laufen von unseren ganzen Mannschaften ein. Deswegen muss ich unbedingt gegen November rum anfangen, alle Verträge zu verlängern, die ich für sinnvoll halte. Florian Dietz. Den werde ich mal drauf eingehen, ne? Für 2 Jahre ausleihen, 20.000 Gebühr und ich übernehme seine 24.000. Vielleicht, hoffentlich nehmen sie es an. Und so habe ich mir das vorgestellt. 4-1 gewinnen wir. Thielmann schießt sogar ein Tor. Er schießt sogar sein Tor für uns. Und er, als hätte er mitgekriegt, okay, die holen Sean Parker doch nicht, jetzt muss ich die Tore schießen. Und macht auch noch sein Ding. Das Jugendturnier. Ich habe ein Angebot gemacht für Lino Kasten, weil er ein schönes Talent hat. Und den könnte man eventuell als zweiten Keeper oder dritten Keeper ranziehen. Dann werde ich noch ein Angebot machen. Der wechselt schon für Edward Ayate als Backup-Linksverteidiger. Aber er sieht keine Chancen, sich bei uns durchzusetzen. Okay. Cool. Hoffentlich kommt Itta. Aber ich werde ihn auch noch mal ins Blickfeld nehmen. Und Tom Kaspar Asberger. Defensives Mittelfeld. Eigentlich müsste ich gucken. Ich werde das so übergeben, das Angebot. Hoffentlich. Wird das was? Und damit ist es klar. Oliver Schnitzler mit einer 56 steht ab jetzt bei uns im Tor. 23 Jahre alt. Kommt von Preußen Münster, war das? Ja, von Preußen Münster. Und hütet ab jetzt das Tor von Jena. Wieso verletzen sie sich alle so lange? Es läuft schon sehr, sehr, sehr schlecht für uns, bevor die Saison überhaupt angefangen hat. So, ein Angebot für den Hauptsponsor. Hermes, 5 Jahre. Auch mit Hermes ist es nichts geworden, weil sie halt alle einen zu langen Vertrag aus meiner Sicht haben wollten. Wären sie auf die 300.000 gegangen, hätte ich vielleicht mit mir reden lassen, aber für 238.000 4-Jahres-Vertrag. Nein, danke. Florian Dietz ist da. Für eine Leihgebühr von 20.000 kommt er mit einer 55 und ich sehe gerade noch was viel Besseres. Davide Ita. Er ist da, 20 Jahre, 56, hat einen 5-Jahres-Vertrag und 160.000 Euro hat er uns gekostet. Jetzt haben wir noch 79.000 Gehälter. Wir verbessern uns stetig und der wird auch auf der Website vorgestellt. Alte Bekannte, Nick Förster und Davide Ita haben in der Jugendzeit schon gemeinsam die Karriere in Frankfurt begonnen. Ich brauche noch einen Linksverteidiger, linkes Mittelfeld. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Mannschaft, da seht ihr das. Das Budget, ich könnte eventuell noch was verschieben. Und so, ihr seht die Mannschaft, wie sie aufgestellt ist. Das seht ihr. Auf jeden Fall das Wichtigste nächste Folge ist, einen linken Mittelfeldspieler zu besorgen. Da wir Torwartposition haben wir jetzt den Schnitzler geholt als Ersatz, also doch Ersatz für Koppens. Und in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall ein auf das erste Saisonspiel gegen Ingolstadt und das werden wir in 3D-Modus gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit den 3D-Modus mache. Vielleicht werde ich das ganze Spiel laufen lassen, kommentieren oder ich schneide halt nur die interessanten Sachen rein und dann mache ich pro Folge 2 Spiele im 3D-Modus. Das sehen wir dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich möchte auch gerne Feedback von euch haben, wie ihr das Projekt, diese Idee findet von mir, wie ich es geschnitten habe und so, was ich verbessern kann. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.